Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Abendstream. Ich bin Balui und heiße euch herzlich willkommen. Wir spielen ein bisschen Minecraft Core heute. Mal da ein bisschen Progress schaffen. Ja, zumindest versuche ich das. Und YouTube-Stream funktioniert mal wieder nicht. Ach, was immer da auch los ist. Geht mir auf den Sack das Ganze, da da nicht läuft. Sending Data. Was ist dein blödes Problem, Alter? Irgendwie will er nicht. Er will einfach im Moment nicht. Und ich kann nicht sagen, warum. Aber egal. Ist halt so, wie es ist. Tja. Vielleicht haben sie irgendwie einen neuen, weiß ich nicht. Muss gerade mal gucken. Haben sie eine neue API oder einen neuen Schlüssel oder was? Ich habe keine Ahnung. Es geht nicht. Und es ist mir auch egal. Wir spielen halt eben ganz normal. Mal Huhu, hallo schreiben, so. Blizzard, DB, extrem verzockt, sind alle da. So, Freunde, ich wollte heute ein bisschen was machen. Hallo Sora, immerhin Sora schon mal da. Hallo Sora. ich wollte heute ein bisschen was probieren und zwar wollte ich ein bisschen mehr automatisieren und da könnt ihr wahrscheinlich mir gut bei helfen. Es geht darum, ich möchte gerne die Festplatten automatisieren, dass wir größere Mengen und größere Festplatten bauen können. Hallo Dark Liken, willkommen. Und gut, Sora, schreib mir das mal in Discord. So, gut. Festplatten automatisieren. Dafür wollte ich, achso, Katz hat mir gesagt, ich muss mehr Advanced Dings machen. Advanced, wie heißen sie denn jetzt schnell? Inscriber. Genau. Das habe ich schon mal vorbereitet, aber nur ein bisschen. Nämlich erstmal brauche ich noch Inscriber und dafür brauche ich weniger Fruchtfliegen im Gesicht. Hallo Blue Fox. Heißt erstmal, er hat gesagt, also ich brauche 5 Stück. Einen habe ich schon, das heißt noch 4. 4 mal 2 ist 8. Herzlichen Glückwunsch, Baluika Matte. 1, 2, 3. Baluika kann nur kein Holz haben. Das ist halt das, was mich im Moment ein bisschen nervt. Wir haben halt irgendwie 2 verschiedene ME-Systeme und ich muss mir immer die Sachen von dem einen zum anderen rüberholen. Das würde ich gerne irgendwie nicht mehr machen müssen. Weil es nervt. 4, 5, 6, 7, 8. So, dann haben wir hier die Slimeboards, glaube ich, drin. Ist ja noch ein kleines süßes ME, da findet man ja noch alles. Eigentlich, man findet auch nachher alles, aber Slime. So. Da hätte ich gerne einmal alle. Zack. Und das sollte dafür reichen, dass ich den Advanced Inscriber habe. Basti, hallo Creepy Chicken und HMV und überhaupt. Nee, der einzige wahre Feuermagier bin eh ich, Basti, kannst du vergessen. 4. 4 ist richtig. 4 ist absolut richtig. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da die alle fertig kriegen. 4. Perfekt. Gut, Katze hat gesagt, ich muss das so machen. Und wenn Katze sagt, ich muss das so machen, dann wird das wohl richtig sein. Das Einzige, was mich ein bisschen missfällt, ist hier, dass wir irgendwie zu wenig Platz haben für den ganzen Kram. Jetzt ist zwar der Advanced Inscriber, aber richtig viel Platz habe ich dafür nicht. Und ich weiß, dass vielleicht immer unter der Erde riesengroße Konstrukte baut fürs ME-System. Den Platz habe ich hier nicht. Oder nicht die Möglichkeit auf jeden Fall. Und deswegen mache ich das mal hier. ShadowFox1995, Feurio again. Dankeschön für deinen Resub. 10 Monate, vielen lieben Dank. Und ein Feurio zurück. Also, wir haben ja hier Platz. Was ist, wenn wir einfach erstmal dieses Autocrafting hier rüber packen? So lange, bis ich das vielleicht irgendwann mal fertig habe und dann unter die Erde packe. Weil anders weiß ich auch noch nicht, wie ich das lösen soll. Was matscht hier so rum? Hier unten drunter ist, glaube ich, unsere Mobfarm oder so. Meine ganzen schönen alten Schafsgehege. Schweinegehege. Meine Schweine sind übrigens alle despawned. Warum habe ich eigentlich keine Musik? Wartet mal ganz schnell. Ein bisschen Lala anmachen. Ich suche Filmmusik. Film. Seite, komm, wir raten einfach. 1, 2, 3, komm, wir gehen Seite 7 und machen Go. Ja, danke.
Das war das, was ich wollte. Das ist so eskaliert. Enes, Risa, 15 Monate, Dankeschön. Unfähiger Feuermarke, du bist doof. Jochen ist besser. Hallo, ich bin Jochen. Ich weiß, Jochen ist besser. Jochen ist immer gut. So. So, hier haben wir genug Platz, würde ich sagen. Packen wir jetzt einfach hier mit einem blöden Kabel. Das verstecken wir aber unter der Erde. Mal ein bisschen Ordnung darf ja ruhig sein. Während die sich da alle prügeln, das ist mir egal. Habe ich keine Lust drauf. Wenn ich jetzt zu tief buddel, komme ich natürlich auch in meinen Keller. Und das will ich ja auch nicht. So. Ja, bis hier gehen wir mal. Und dann gehen wir mal hier rüber. Und schiffen einmal das Gelände der Schafe. Und dann können wir da vorne gleich rauskommen mit dem Kabel, denke ich mal. Und dann haben wir genug Platz. So. Gibt's heute wieder ein Liedchen zum Abschluss? Ja, mal gucken, da der YouTube-Stream heute mal wieder nicht läuft. Wahrscheinlich schon. Basti, läuft bei dir der YouTube-Stream auch nicht? Keine Ahnung. Irgendwie spackt YouTube gerade bei mir rum. Schon die letzten zwei Male, wo ich versucht habe, über Restream mit zwei Streams zu arbeiten, funktioniert es nicht. Vielleicht haben die irgendwas geändert. Vielleicht, dass man eben nicht mehr mit Restream machen kann. Naja. So. Fünf Ecken kriegen wir das hin mit einem Interface. Ja, ne? Interface 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Passt. Hey, hey, welcher Arsch baut das ab? Nee. Ernsthaft? Kackmaschine. Hör auf, irgendwas abzubauen hier, bitte. Lass mal den ganzen Scheiß ausschalten hier. Der reißt mir sonst meine ganzen Gelände ab. Dachte gerade. Da steht der Stream auf privat und nicht auf öffentlich. Oh, really? Warte. Dann drehe ich echt durch. Nee, Datenschutz öffentlich. I don't care. Keine Ahnung. Ist egal. Keine Lust, mich darüber zu ärgern. Gibt genug, worüber man mich so schon ärgern kann. Also. Muss mal gleich F7 drücken, weil ich glaube, hier können nämlich Monster spawnen, die wir echt nicht gebrauchen können. Ich hoffe, Onkel Poppy ist mir nicht sauer, dass ich hier sein ganzes System auseinandernehme. Aber er wird es verstehen, wenn es super gut funktioniert. So. Ja, Basti, ich weiß nicht, es war gestern halt schon so. Vielleicht ist da einfach irgendwas gerade etwas buggy. So, wir haben jetzt drei Advanced. Also 1, 2, 3, 4. Wir haben ein Problem, ne? Wenn ich den fünften draufsetze, hier oben, kann ich da nichts mehr reinstecken. Das heißt, wir müssen die Konfiguration auf jeden Fall erstmal so machen, dass ich erstmal noch drankomme. Und nachher, wenn dann alles läuft, dann können wir das Ding zumachen. Was besser fällt mir zumindest nicht aus. Hallo HMV, ich leuchte immer aus. Guck mal da, Flocke hat hier nicht ordentlich ausgeleuchtet, ja? So. Fiese Geschichte. Du willst was bauen, was super gut funktioniert? Na, du bist ja gemeint vielleicht. Du kannst mir lieber helfen, wenn ich was falsch mache. Ja, weil vielleicht ist Profi in Automatisieren, vor allen Dingen im MMA-System. Da bin ich eher nicht so gut drin. Aber Katze hat gesagt, ich brauche 5 Stück. Für jeden Prozessorart, für das Silikon und um das alles zusammen zu craften. Und das habe ich jetzt gebaut. Also, Alt F4, fiese Geschichte. Also, bauen wir jetzt erstmal die Festplatten, die Drives. Die hat, glaube ich, Onkel Poppy schon automatisiert. Weil er nimmt die Pattern, nicht die Drives. Pattern, also die Vorlagen hier. Da machen wir erstmal schon mal 10 per se. Ich habe die Fluix-Kristalle schon mal automatisiert. Ja, das habt ihr nur noch nicht gesehen, weil ich es in meiner Folge gemacht habe. Das ist hier im Prinzip Redstone und diese anderen Früchte da, die man zusammen fusioniert und dann gibt es da die Fluix-Kristalle raus. Das habe ich schon mal hingekriegt. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber werdet ihr wahrscheinlich doch nicht in der Folge sehen, weil ich es ja jetzt hier im Stream mache und nochmal überarbeite. Deswegen langweilig. Wie produziert ihr Energie für den Core? Ja, das kann ich dir zeigen. Onkel Poppy war da ein bisschen fleißig. Passt auf. Ich zeige euch das. Der hat nämlich einfach in meinem Keller rumgefuscht. Da ist so eine gelbe Scheißwand. Die habe ich da nicht hingebaut. Willst du nur sagen. Das hier sind alles Biogeneratoren aus Mechanism. Der hat ohne Ende Biogeneratoren hingestellt.
Und hier ist die Crushing Factory, die aus diesem ganzen Weizen, was hier in den Garden Gloaches hergestellt wird, direkt das Biofuel macht. Und dieses Biofuel landet dann halt hier in den Biogeneratoren. Und die machen alle 280 F hier Tick. Das ist schon relativ viel, wenn man das jetzt mal hier guckt. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27. 27 Generatoren arbeiten da und das ist schon nicht zu unterschätzen, ist schon geil. Also da machen wir schon gut Strom mit. Ich habe dann ja auch bei uns dieses Flux-Network am Laufen, den Flux-Point, sodass wir also überall Strom haben. Und das wird da glaube ich jetzt schon großteils in den Kern eingespeist. Ich muss gerade mal gucken, wo unser Anschluss ist da. Ne, hat er noch nicht angeschlossen. Habe ich den Flux-Point echt noch nicht dran? Ne. Im Moment auch nur mit Solar. Gut, wir könnten vielleicht unser System da mal anschließen, aber ich bin derjenige, der die Macht über die Fluxpoints hat. Das Problem ist, ich kann es halt nicht begrenzen. Ne? Wenn ich jetzt sage, schmeiß alles in den Kern, dann verliere ich das. Aber ich möchte es ja gerne ein bisschen steuern, oder? Warum keine Windräder? Keine Ahnung. Windräder sind teurer und nicht wirklich effizient. Ja, eben. Wo kommst du her? Hau ab. Also lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und schließen mal später. Ich müsste halt im Prinzip ein zweites Flux-Network aufbauen oder sowas, wo ich dann verhindere, dass unser ganzes Hauptnetzwerk ganz leer geht, oder? Kann man das irgendwie pegeln, dass ich sage, so und so viel muss drin sein? Vielleicht, du weißt da mehr im Flux. Kann man das einstellen, dass man Summe X haben muss und da darf nicht weiter runtergehen oder nicht weiter rübergehen? Also gibt es da so eine... Gibt es da so eine Grenze? Ne. Also kann ich entweder nur alles verlieren oder... Oder man müsste halt machen, solange man... Ja, aber unser System muss ja auch funktionieren. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie wir es am besten machen. Müssen wir mal gucken. So, aber deswegen sind wir auch gar nicht hier. Wir wollen jetzt erstmal Auto-Crafting programmieren. Bedeutet... So. Das sind... Wir machen Crafting-Pattern erstmal. Erstmal alle Pattern da reinballern. Wir wollen... Logic. Ich glaube, es gibt die Logic-Prozessoren. So, das ist das Ergebnis. Ja, toll. Habe ich keine Einzelteile mehr von dem Ding. Ich habe noch was vergessen. Ich glaube, die Dinger brauchen Strom. Oder kriegen die Strom? Ne, brauchen die nicht. Okay. Dann brauche ich trotzdem die Einzelteile davon. Wo sind unsere ganzen Pressen? Also unsere ganzen Vorlagen? Die Scrubber-Sachen hier, die ganzen Einzelteile. Haben wir überhaupt irgendwas davon? Der muss ja irgendwo die Sachen gebaut haben mit irgendwas. Schon ein bisschen seltsam. Was ist das hier alles? Okay, wenn man uns das geschenkt hat, Dankeschön. Jetzt fehlen mir also wirklich, wir gucken uns das mal an. Aber Priorität kann man das regeln. Okay, das ist schon mal ziemlich gut. So, wenn wir jetzt Logic... Fangen wir mit Logic-Prozessoren an. Dieses Rezept müssen wir einmal haben. Das heißt, wir brauchen diese Einzelteile. Dafür brauche ich aber diese Logic Press. Und ich frage mich, wo unsere ganzen Pressen sind. Unsere ganzen Presssachen. Press. Wie man sieht, ist halt nichts da drin. Hat er irgendwo die Pressteile hingetan? Kann ja eigentlich irgendwie nicht sein, ne? Hat er die vielleicht hier neben? Ah. Okay, ich habe seine Teile gefunden und auch seine Einzelteile. So, wir brauchen die Logic, die Inscriber und die Silikon. 1, 2, Logic, Calculation und Generators. Doch, wir brauchen alle Sorten. Da haben wir auch schon ein paar Einzelteile. Wir haben das Redstone, wir haben das Silikon. Und dann brauchen wir jetzt noch gleich Gold und Co. Das machen wir aber. Wir fangen mal an. Mit, habe ich ja gesagt, wobei Silikon ist jetzt am einfachsten. Wir locken das. Locked. Das heißt, das kann sich niemals verändern. Locked und... Wenn ich was falsch mache, vielleicht oder so, oder irgendwer anders, sagt mir das ruhig. Weil wenn ich jetzt hier... Pass auf, wenn ich jetzt hier das Rezept mache, nur zum Verständnis, tue ich da wirklich nur Silikon rein? Kann ich nicht mehr. Doch, kann ich doch. Muss das wahrscheinlich umstellen auf Prozess-Pattern und sage
Am Ende kommt das hier raus, richtig? Ja, 35 Stück. Genau das wollte ich. Und das soll hier rauskommen, ne? Das ist doch mein Ziel. Oder muss ich da die Presse mit reintun? Nein. Nein, das muss so sein. So, weil, wenn ich jetzt hier reingehe und sage, der Gerät hat die Silikonpresse automatisch und es ist locked. Ist das Einzige, was er reingibt, Silikon. So, und das kommt dann automatisch hier rein. So, und dann verarbeitet er das schon. Ihr seht es schon. Es geht hier gerade hoch. Und plupp, ist es fertig. Ich muss, glaube ich, nur noch ein Interface machen, dass ich alles automatisch reinziehe. Dass ich das irgendwie importiere. Das muss ich ja noch überall machen. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht haut dich. Fies! Nie mich hauen. So, lass mich nie lügen. Ich muss das doch jetzt da reinballern. So. Das ist da falsch. Wollte es hier reintun. Okay. Theoretisch sollte das jetzt heißen, wenn ich Silikon bestelle, was ich jetzt mal einmal vorführe. Gucken wir mal, ob das funktioniert, ey. Silicon. Müssen wir jetzt alle für rausnehmen. Wenn ich jetzt sagen wir mal, einfach mal hier 10 Stück von bestelle, dann sage ich starte, crafte das, dann müssten wir das direkt hier sehen, was nicht funktioniert. Gute Geschichte. Oder warte. Nee, ändert auch nichts, wenn ich das rausnehme. Ja, hat schon mal nicht funktioniert. Ach, er hat es da reingemacht. Ah, das ist jetzt ein Witz, ne? Woher weiß er, in welcher Maschine er das Silikon reinzuschmeißen hat? Das ist ein Problem. Der hat es ja jetzt in die erstbeste Maschine gesteckt. Brauche ich für jede von den Inscribern ein eigenes Interface? The fuck, was baut der? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich dachte, wenn ich jetzt hier sage, mach mir einmal Printed Silicone, er würde dann das automatisch hier reinschmeißen. So, zack. Und dann macht's plupp und dann ist das fertig. Also, und ein Import. Ja, scheiße. Dankeschön. Also, brauchen wir auch noch 5 Interfaces. Schöne Geschichte. Mist. Wisst ihr, wie teuer die sind? Machen wir erstmal noch ein paar mehr Fluxkristalle. Flux. Klauen jetzt alle und lassen die mal 100 craften. Go, go. Was fehlt ihm denn jetzt? Wie no crafting CPUs available? Willst du mich verarschen? Was ist scheiß crafting? That's not crafting units. Sind noch nicht. Oh, weil da die Dinger feststecken. Haben wir nur eine crafting CPU? Nee, oder mehrere. Ich habe das System nie verstanden. Ja, 4, okay. Ja, 4. Alles gut. Mach ich auch nur 4. So, jetzt aber Start. Habe ich echt nur eine? Ich habe nur einen Crafting-Monitor? Nicht gut genug. Hallo, Colin. Gut, aber ihr könnt jetzt hier halt sehen, oh, das arbeitet, das macht mir hier die Kristalle. Zack, und das geht raus. Also das funktioniert schon automatisch. Aber der Rest halt noch nicht so hundertprozentig. So, dann gib mir mal hier fix die das. So, ich habe noch einen Rest. Jo, gut, ich hoffe, das stört euch nicht. Esst den mal schnell zu Ende. So. Hallo, Mattis. Jetzt haben wir das. Schmeißen das hier rein. Okay. Und fürs Interface machen wir noch die anderen Dinger hier, die hier. Haben wir wieder die Shards wieder nicht genug drin. Ich will mit Salz begrüßt werden. Entschuldigung. Kann ja nicht jedem hier seine Wünsche erfüllen. Wo sind wir denn hier? Interface. Bei wünscht ihr was? Okay. Also 4 Stück hat Zeta gesagt, brauche ich nur noch. 1, 2, 3, 4 und dann die Importbasse.
Ist halt teuer, finde ich, ne? Dafür, dass wir den ganzen Scheiß noch brauchen. Import. Gibt's Conduits? Dann würde ich einfach eine Kiste mit Mats exportieren und dann die via Conduits in die Pressen. Ja, nee, ich will's ja nicht dauerhaft laufen lassen. Ich will's auf Bedarf. Du kannst auch unten Hopper drunter machen und aus denen importieren. Ja, ich weiß, das wird irgendwann problematisch, wenn ich zu viele Channel vergeben habe. Also wenn ich dann irgendwie Probleme habe mit der Channel-Anzahl. Da komme ich dann eh nochmal auf dich zurück, wenn ich dann irgendwann damit nochmal Probleme habe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal den Portbus. So. 5 Stück, alle da. Gut, dann bauen wir das jetzt anders auf, wenn das nicht in Ordnung war. So. Ich dachte, das würde so gehen. Habe ich mir eines Besseren belehren lassen müssen. Ich kann mehrere Interfaces nebeneinander stellen, oder? Das sollte nicht zu Problemen führen. Oder brauchen die mal einen Abstand dazwischen? Das geht so, ne? Ich kann es einfach so hintereinander ballern. Ich hoffe. Ja, stimmt. Ich könnte die Mats auch auf Bedarf exportieren. Das ist auch eine Idee, das stimmt. Achso, ich brauche kein Kabel. Okay. Ja gut, wenn die alle schon verkabelt sind, weiß ich ja nicht. Sehe ich das irgendwo? Ich hoffe mal, dass die jetzt verbunden sind. Okay, das heißt, jetzt können wir auch diese Inscriber davor setzen. So und so und so. So, jetzt die Frage, wo ist unsere Silikon? Und das Rezept für die Silikonpresse. Ach so, weil ich dann kein Kabel brauche. So, das ist ja auf jeden Fall da noch drin. Interface leiten bis zu 8 Channel. Ja, du mich auch. Das verstehe ich doch schon wieder nicht. Diese scheiß Channel habe ich nie gecheckt in diesem in Applied Energistics. Also du würdest jetzt hier unten einfach Hopper drunter machen und das wäre dann einfacher und ich müsste dann nur einen Import-Bus benutzen, ne? Das ist halt billigere Variante. Können ja mal gucken. Hobba. Ich habe eh aus Versehen damals am Anfang des Projekts zu viele gebaut. Ich habe, glaube ich, so etwas wie eine Wrench. Eine Wooden Wrench, ja. Die habe ich auch irgendwann mal gebaut. So, so, so. So, so. Und jetzt mal gucken, kann ich die damit drehen? Ja, kann ich. Das ist ein Witz, oder? Die lassen sich nicht mehr zurückdrehen. So eine Kackdreck-Dinger. Okay. Welchen Branch wollen die ganzen Dinger dahin bauen? Wie sie alle nur in eine Richtung drehen lassen. Was ist das für ein Scheiß? Channel ist ein Gerät am Kabel und bestimmte Kabel leiten nur eine bestimmte Anzahl an Channel. Warte mal, irgendwie ist mir diese Musik etwas zu dreckig hier gerade. Können wir bitte von dem Mut her Epic Musik hören? Dankeschön. Oh. Ja, nee. So, schon besser. Okay. Nee, klick mal auf die Interfaces, okay. Ja, jetzt ist... Was zur Hölle? Und jetzt? Was machen die? Heißt es, jetzt arbeitet er nur mit dem vorderen? Wie oft muss ich denn da draufklicken, bis da was Sinnvolles bei rumkommt? Ah, okay, so. Okay, das heißt, jetzt arbeite nur mit dem vorderen Block. Okay, okay, okay. Gute Geschichte. Gute Geschichte. Nur ändert das hier noch nichts mit den scheiß Hoppern. Dann könnte ich einfach Kabel nehmen. Das ist viel besser. Wir haben doch bestimmt die ganz normalen Ender-IO-Kabel schon im System.
gucken, ob wir die schon Conduits haben. Guck mal, haben wir doch schon Item Conduit. Na, fast. Aber vielleicht, ich kann doch auch einfach noch mehr Sachen an diese Interface anschließen, oder nicht? Die sollen ja nicht nur das eine verwalten, ich kann sie auch noch anders sinnvoll nutzen. Finde ich zumindest. Jetzt haben wir wirklich davon nichts mehr. Ah, okay. So, ist gut. Dann packen wir da jetzt eine Chest hin und gut ist. Jetpack brauchen wir auch nicht mehr. Mit Conduits kann man das sogar ein Interface für alle. Ja, du mich auch. Jetzt auf einmal doch. Willst du mich eigentlich verarschen? Du hast gerade gesagt, ich muss so viele Konten. Oh. Ich baue das jetzt nicht wieder um. Das wäre zu kompliziert. Du bist so nett. Danke, 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 danke. Hör mal, das ist so freundlich von dir, dass du da so Rücksicht drauf nimmst, auf meine Blödheit. Doofkopf. Da bräuchte man einen Filter für. Ja, 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 ja. Das ist schon okay. Aber ich bin ja zu doof für sowas. Schon okay. Schon okay. Hab ich schon verstanden, ja. So. Das sollte jetzt soweit funktionieren. Heißt, Silikon wird hier verarbeitet und kommt ins System. Das probieren wir jetzt auch direkt aus, bevor wir die anderen Pattern machen. Ich hätte jetzt gerne Silikon. Craft mir mal bitte 10 Stück. Start. Rüber. Haben wir hier, das presst schon. Das Presswerk ist aktiv, ja, nice. Geht runter. Und landet hoffentlich im System. Sehr gute Geschichte. So wie er mit Katze gespielt hat, müsste doch was hängen geblieben sein. Ah, trau mir da nicht zu viel zu. Die sind so gemein zu mir alle. So, die Engineering Press macht mit Dias das. Also, holen wir uns mal einen Diamanten irgendwo her. Und machen mal fix das Rezept hier fertig. Ah nein, das verschwindet, ne? Nein, 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 jetzt weiß ich nicht, wie das Ding heißt, was ich gerade gebaut habe. Engineer, Engineer. Wo ist jetzt die scheiß CPU hingekommen? Der Deckel. Da sind die CPUs, aber irgendwie muss ich doch die... Das, was ich da... Es ist doch immer mit... Hab's gefunden, wenn auch. Also, das ist das Ergebnis. Und wir brauchen oben einen Diamanten drin. Zack. Mach die Dinger. Erledigt. Nächstes ist Logic. Logic wird gemacht aus Gold. Haben wir wieder nicht. Schöne Geschichte. Das ist ja das Problem, dass wir da das noch nicht automatisiert haben mit dem ganzen Schmelzenkram und so. Sondern dass wir das immer noch von Hand ins System ballern müssen. Ist etwas, wo ich dran arbeite, aber es kann halt auch noch ein bisschen dauern, ne, bis das alles so automatisiert funktioniert. Und weil wir mit diesem 2ME-System arbeiten, ist es eh nervig wie sonst was. So, das bedeutet... Gold. Das ist das Ergebnis. Und wir brauchen einen Goldbarren dafür. Zack, gecraftet. Fertig. Damit haben wir die nächste CPU fertig. So. Dia, Gold. Hier ist die Silikonkram drin. Und
hier fehlt dann noch der Rest. Guten Abend zusammen. Ironik, hallo. So, das ist die letzte Form. Und zwar die Calculation Press, die wird das Eisen gemacht. Nein, wird sie nicht. Was? Was wird die gemacht? Aus was? Das ist ein Witz, ne? Ah, Block of Iron. Okay. Ich dachte gerade schon, ich müsste da... Okay. Ich dachte, ich müsste einen scheiß Quarz machen. Das wird aus ganzen Eisenblöcken gemacht. Das ist ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Aber gut. Bisschen hart teuer. Aber egal, Eisen, wir haben ja keinen Materialmangel. Wir haben ja wirklich ohne Ende Ressourcen. Also das ist wirklich... Ja, ich weiß, damit wollte... Ich wollte das... Das war mein Plan, dieses scheiß Ding zu multiplizieren. Forget. Enrichment Chamber, schöne Geschichte. Das könnt ihr doch nicht machen. Hart. Hart. Harte Kiste. Okay, das ist die Sackmill automatisieren. Die Sackmill, das Nether Quarz in das Crushed Quarz verwandeln. Das Crushed Quarz zusammencraften lassen. Ja, und dann? Aber das hilft mir doch nicht. Was mache ich denn damit? Ist es so? Muss ich diese kleinen... Aber nein, die Seeds müssen sich ja auch erst noch verwandeln, oder? Die müssen wachsen, oder nicht? Leute, was verstehe ich da gerade nicht? Ist es so? Das müssen wir gerade mal angucken. Pure... Ja, wir haben einige. Es gibt einen Crusher, der ist... Ja, okay. Also, wir haben Quarz. Ich will es einmal mal eben von Hand durchspielen, nur dass ich weiß, wie es funktioniert. Wir haben das Quarz. So, das Quarz kommt in die Sackmill. Angenommen, es kommt in die Sackmill. Dann haben wir das da. Das wird zusammengecraftet mit Sand. Ja, Sand. Sand. Sand und das zusammen ergeben kleine Mini-Dinger. So. Und diese Nether-Quartiles kommen dann in die Enrichment Chamber. Die ich jetzt erstmal finden muss. Da. Und kommen da rein. Und dann. Aha. Okay. Das ist okay, denke ich. Heißt aber auch für mich, muss ich zusätzlich noch automatisieren. Das kann man nicht mal eben so laufen lassen. Weil ich will ja komplett mich nicht mehr drum kümmern müssen. Ja? Heißt, die Enrichment Chamber und die Sackmill kommen jetzt mit. Und die schließe ich hinten an meine... Ich meine, ich habe ja eh hier was frei. Und wie es vielleicht meinte hier, dass die nur eins betreiben sollen. Ich hätte gerne mehr, dass ich eigentlich alle damit betreiben kann. Kann ich das irgendwie resetten? Dass dem das egal ist? So. Ich hoffe, es ist jetzt wieder resettet. Dass sie alle Seiten bedienen können. Und jetzt würde ich nämlich sagen, wir schließen einfach die Sackmill hier hinten an eine Seite an, so zum Beispiel. Und die Enrichment Chamber schließen wir hier mit an. Ich weiß, dass die Strom brauchen, deswegen habe ich ja hier noch meine Flux Points. Kommt ans Netzwerk.
Zack, Strom ist da. Okay. Das bedeutet, jetzt müssen wir mehrere Rezepte herstellen. Das erste Rezept sagt, mach aus Quarz, was ich nicht mehr habe, anderes Zeug. Quarz haben wir aber hier. Ist halt doof, diese 2 MEs. Und deswegen will ich ja auch gerade daran arbeiten, damit wir eben nicht mehr 2 MEs haben. So, er sagt mir, aus dem Quarz, kann er das vielleicht auch selber erkennen? Nein, kann er nicht. Macht er bitte Crushed Quarz. Ja, warum soll ich den vom Mechanism nehmen, wenn ich doch einen anderen habe? Bei der Bauart weiß er doch nicht, wohin mit dem Item. Warum nicht? Meinst du, dass der Crusher, der ist nicht gut genug dafür, oder was? Also lieber den hier nehmen. Hallo Stone. Gut, dann nehmen wir den. Muss nur 2 mal Lava besorgen. Das kriegen wir aber hin. Ist hier wohl noch genug Lava drin? Nö. Dann ab in meinen Keller. Denn hier ist meine Unendlichkeits-Lava-Prozedur. Zack. So. Wenn der Crusher wirklich besser ist, dann okay von mir aus. Dann soll ich, bin ich der Letzte, der da was gegen sagt. So, hier ist der Crusher von Mechanism. Gut, der kann jetzt wirklich nicht viel falsch machen, ne? Der kann nur eine Sache und fertig. Heißt, jetzt aber das Rezept, das bleibt so, wie es ist. Habe ich das jetzt schon fertig gemacht? Oh, ich habe es kaputt gemacht wohl eher. Also. Quarz zu Dust. Staub zu Staub. Erde zu Erde. Staub zu Staub. So, das ist also in dem Crusher. Das heißt, in diese nicht wegschmeißen Ballon. Da rein. Sollte dann jetzt theoretisch auch schon funktionieren, bis auf, dass natürlich auch hier jetzt das Importieren fehlt. Deswegen ich das hier jetzt auch gerne mit Freude nochmal aufbreche. Um es anzuschließen. So, dies hier machen wir einfach aus. Zack. Und dies hier Extract die ganze Zeit aktiv. Wir testen es mal direkt, ja, einfach zu gucken, ob das funktioniert. Ne, kann ich nicht, weil das noch zu viel von dem Zeug drin ist. Krieg ich das alles weg? Ja. So, ich craft mal 10. Next. Start. Muss das direkt an, ob das läuft? Läuft nicht. Ach so. Das Interface weiß nicht, wohin damit, ne? Das meint sie leicht. Dumme Geschichte. Wo ist denn das jetzt hin? Ich habe ja den Auftrag gegeben. Wo ist es hingelaufen? Wenn ich das doch hier... Irgendwas funktioniert nicht. Deswegen meinte es vielleicht, kann ich das Interface nur auf eine Maschine, weil er nicht weiß, wohin damit. Ach, ist doch scheiße. Da muss ich noch ein Interface bauen. Für die Maschinen hier. Für jede einzelne Maschine brauche ich wohl ein einzelnes Interface. Sehe ich das richtig? Ruhe jetzt. Ich mach das schon. Ich will mich hier beleidigen.
Immer bei Louis ärgern ist. Nichts nett. Oder Conduit und Filter. Ja, nee, mit Conduit und Filter will ich nicht arbeiten. Das ist mir wirklich ein bisschen zu blöd. Nicht zu blöd, aber zu umständlich. Da bauen wir lieber nochmal zwei Interfaces. Wir haben ja noch genug Material. Importbus brauche ich jetzt nicht mehrere. Und dann müssen wir das doch so machen, wie Zedaik gesagt hat. Fies. Hier die Bauart mit dem Interface. Interface in eine Chest, aus der Chest mit Rot raus, in die Scriber mit Rot, aber über alle Itemfilter in Out 1. Gold, Dia, Silikon, Pur, Cetrus, Redstone. Ja, Zedaik, das ist nett, aber was? Interface in eine Chest, aus der Chest. Ja, aber hier muss ich ja das Interface in eine Chest. Aus der Chest mit Rot raus, in den Scriber mit Rot. Aber über alle Itemfilter in die Out. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay, das ist nicht so schwierig eigentlich. Gut, wir machen eure Filtermethode. Einfach, weil ich es ja auch lernen will, ja? Ist zwar schade, weil ich jetzt schon so viel gemacht habe. Aber ihr habt ja recht. Macht ja sonst, ist ja sonst schwachsinnig hoch 10. Louis macht einfach seinen Stream-Fortschritt wieder kaputt. So macht man das, habe ich gehört. Also, eine Chest. Wir haben eine Chest. An diese besagte Chest. Wir setzen sie mal hier an den Anfang. HMV, wie kann man eigentlich nur so gemein sein? An diese eine Chest kommt jetzt das Interface ran, ne? So. Hier kommt das Interface ran. Gut. Und das Interface kriegt jetzt alle Rezepte. Für das und für das. Klar muss es da noch mehr haben. Ich habe ja noch nicht alle fertig. Vielleicht sollten wir uns auf eins konzentrieren und dann weitermachen. So, und dann hat sie vielleicht gesagt... Mit der Gerät hier. Geht die Kiste noch auf? Ja. So. Ich meine, die sind ja eh locked, ne? Da passiert ja nichts mit. So, dann geht das hier. Stellen wir die alle auf Insert. Aber ist doch egal, welche Farbe, oder? Soll ich mich da an seine... Komm, wir hören auf Zedaik, wir machen die rot. Weil er gesagt hat, rot. Gut, dass rot irgendwie ganz am Ende kommt. Einfach zum besseren Verständnis, ja? Vielleicht lernen wir alle noch ein bisschen was dabei. Rot. Okay. Hier. Extract. Jetzt darf ich noch nichts Falsches machen. Extract Channel Red. Always Active. So, aber die hier brauchen alle Filter, habe ich das richtig verstanden, ja, ne? Weil die ja sonst die falschen Sachen da reinkriegen würden. Okay, das heißt, wir brauchen diese Itemfilter. Filter. Das sind Basic Itemfilter von Ender.io. Ist es Ender.io? Ist es Ender.io? Ja, es ist Ender.io. 5. Gut. Heißt, Filter rein. Ah ja, muss ich erstmal konfigurieren, den Scheiß. Hier ist die Inscriber. Aber ich vergesse immer, welche Sorte ich für welche benutzen muss. Bin ich dumm? Was habe ich denn jetzt hier für einen drin? Das ist die Engineering So, die Engineering. Daraus machen wir Diamanten. Ach, die kann ich auch da drin programmieren. Seit wann das? Okay. Ah, da. Whitelist. Nur Dias. Check. Das hier, weiß ich noch, ist nur Gold.
Gold. Perfekt. Habe ich Silikon noch dabei? Habe ich noch Silikon dabei? Habe ich noch? Habe ich noch? Habe ich nicht. Okay. Silikon. Habe ich das hier nicht drin? Nein, habe ich nicht. Schlechte Idee. Schlechte Geschichte. Silikon haben wir aber hier. Das kommt also hier in die Mitte rein. Toll. So. Heißt, das haben wir schon mal alles. Und dann hier. Genau, hier kommt jetzt noch der vorletzte Filter rein. Und zwar kommen hier die pur Zertruskristalle rein. So weit, so gut. Aber was ist denn mit der letzten Maschine vielleicht, wo ich alle CPUs zusammen craften will? Lass ich hier... Woher weiß er, wo was hin muss? Hallo Skybreaker. Fünftens. Redstone, Printed Logic Circuit, Printed Engineer, Printed Calculation und Silikon. Aus dem Inscriber mit Gelb raus, ins Interface rein mit Gelb. Was? Okay, also die zusammen craften am Ende, das tut sich mir noch nicht ganz auf. Ja, warte, ich brauche erstmal die Teile, um den Filter zu machen. Dafür hole ich mir mal eben fix alles. Ah, habe ich schon weggetan. Also, wir brauchen die Silikondinger. Davon brauchen wir eins. Wir brauchen bestimmt Redstone. Redstone brauchen wir. Dann brauchen wir die Logic. Dann brauchen wir die Engineers. Und die, ich glaube, die letzte habe ich noch nicht gebaut. Die Calculation. Ja, sag ich ja, die habe ich noch nicht gemacht. Die können wir aber schnell machen. Pure Zertrus-Kristall, weil ich da ja hängen geblieben bin. So, den verwandeln wir auch mal ganz fix dann hier. So, den bauen wir ganz schnell. Da fehlt mir ja eh noch das Rezept. Bau einen Blutaltar, gibt's hier nicht. Mist, war es zu langsam. Das... Ach nee, ist doch nicht. Ist doch im Inventar. Warum sieht man das immer so schlecht? So, das war das hier. Das heißt, der Kristall verwandelt sich in das. Zack, einmal schnell craften. So, dann haben wir das Rezept dafür auch fertig. Dann kommt das nämlich auch noch hier reingeballert. So, jetzt erst den Filter einstellen, sagt er. Okay. Fünf Sachen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Redstone, Printed Logic, Engineering, Calculation und Print Silicon. Okay, das ist soweit richtig. Heißt, das ist erlaubt. Das nicht. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Und das. Fünf Sachen, passt genau rein. Okay. Also. Der Itemfilter ist damit jetzt klar. Der. Wie, der Filter ist falsch eingelegt. Was ist daran falsch eingelegt? Jetzt schon wieder. Links, nicht rechts. Ah. Oh. Bitte habt die Items behalten. Oh, shit. Da sagst du was. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, ja, ist Infilter. Ist alles gut. So, aber woher weißt du denn, was er da jetzt reinschmeißen muss? Ist es automatisch definiert, dass er weiß, was wohin kommt? Ich denke mal, ne? So, und jetzt hast du gesagt, jetzt wird der ganze Kram, der da unten hier rauskommt. Ich mache uns mal wieder hier ein bisschen mehr Platz dazu. Wird der ganze Mist ja wieder rausgezogen am Ende. Hier und da in die Kiste. Das ist doch okay, oder nicht? Was muss ich denn da jetzt noch für einen großartigen Filter ändern? Unten weg. Okay, unten weg. Why?
Jetzt hast du gesagt, irgendwas, warte, jetzt lese ich mir das ganz fix durch. Irgendwas mit gelb wieder raus. Ja, machen wir mal gelb. Hier gelb, extract. Meint ihr, ich soll den ganzen Kram... Nein, nein, ich kann ja nicht den ganzen Kram da wieder reinpacken, oder doch? Boah. Ihr macht es mir aber auch echt kompliziert heute. Aber wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn wir das wenigstens hinkriegen würden. Eines aufs aus dem Inscriber mit gelb raus und den Interface mit gelb rein. Das Interface kann wirklich einen Import verkraften? Warum? Das tut sich, erschließt sich mir gerade noch nicht. Also Insert mit gelb rein. Okay, was habe ich jetzt davon, dass es dann hier im Interface drin ist? Bisschen, das ist, er tut sich, es erschließt sich mir einfach noch nicht. Aber gut. Ach, das ist ein Importer. Oh, what? Kann ich da nicht hier überall das Gelb machen, dass es im Gelb rausgezogen wird? Ach so. Oh, Mann. Ja, dann kann ich das bei allem machen, ne? Okay, das wusste ich nicht, dass man darüber auch Sachen reinholen kann. Coole Sache. Dankeschön für den Tipp, Leute. Das ist natürlich nice. Hochkomplizierte Sachen machen wir hier heute. So, gelb rein. Okay, muss ich dafür noch Filter einstellen? Oder es zieht ja sowieso nur das Notwendigste raus? So, pass auf, wir müssen jetzt eh noch die Rezepte für die ersten CPUs, für die fertigen CPUs bauen. Heißt, fangen wir mal an mit der, ist ja egal, Logic, irgendwas halt, der fertigen CPU. Das heißt Gold, Silikon und Redstone. Gold, nein, nicht Gold. Das habe ich ja hier schon. Gold, Redstone, Silikon. Muss ich da ein fertiges Endergebnis reinballern? Nee, ne? Oder doch? Okay, machen wir das Ergebnis da noch rein. So, das wäre die erste. Das kommt dann hier rein. Wir bauen die erstmal alle zu Ende und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Dann haben wir die Engineering. Ach, warum liebe ich das denn da ein? Engineering. Das ist das Ding. Heißt, ich tausche eigentlich nur das da dagegen aus. Und das dagegen. Das ist ja schnell gecraftet, schnell gemacht. So, das ist die Engineering Pattern. Das können wir also alles... Gold haben wir schon, wir haben die ja jetzt schon. Und dann machen wir jetzt noch den hier. Gegen, wie heißt die letzte? Logic hatten wir. Engineering hatten wir. Und ins... Oh, wie heißt die letzte Form? Können wir das echt nicht mehr merken. Calculation, so. So. Damit haben wir die drei Rezepte dann auch durch. Okay. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert, ne? Ohne Witz. Ach, Strom brauchen die ganzen Dinger noch. Ja, okay. Das könnten wir aber von unten machen. Das versorgen wir einfach von unten mit Strom. Nein, brauchen die nicht. Wieso brauchen die Strom? Nein. Die müssen keine Power bekommen, Tilly. Guck mal hier. Die arbeiten ohne Strom. Oder nicht? Gut, den ganzen Kladderadatsch-Peng-Boom hier brauchen wir nicht. Ach, die kriegen normalerweise über das ME-Kabel, aber weil die nicht verbunden sind... Ja. Kann ich die dann einfach mit ME-Kabel anschließen? Ja, ne? Dann haben die doch Strom. Brauchen ja keine extra Stromversorgung dran ballern. Mal jetzt hier. So, haben die alle Strom. Fertig ist das. Ich glaube, die versorgen sich untereinander, ne? Ja.
Okay. Lassen wir die Spiele beginnen? Wollen wir doch mal testen, ob das jetzt hier so funktioniert. Wir machen mal die Engineerings. Ne, die. Davon haben wir noch 55. Die Logic. Ja, kommen wir mal in die Logic. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, ob das jetzt funktioniert. Wir drücken Start. Okay, gucken wir uns das mal an. Da wird direkt instant schon die Dinger gebaut. Und hier werden die direkt vercraftet. Oh, nice, Alter. So geil, guckt es an. Und hier wird dem System das direkt zur Verfügung gestellt. Da direkt die nächsten Teile. Direkt wieder zusammengecraftet. Alter, ist das geil. Okay. Hammergut. Hammergut. Schöne Sache, Leute. Schöne Sache. Also, Dankeschön für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das werde ich mir merken für die Zukunft. Denke ich mal. Wir müssen allerdings immer noch diese ganzen anderen Kristalle und so automatisieren. Also mit der Segment und Co. Jetzt haben wir halt nur ein Interface, was alle CPUs bauen kann. Wie geil ist das bitte? Hammer, Hammer. Ich hau jetzt auch erstmal den Crusher, brauchen wir noch später. Den ganzen Kram hier ins System, weil die brauchen wir jetzt gerade nicht. Interface, wer weiß, wenn die anderen da was mitmachen wollen, tue ich dann auch erstmal rein. Den brauchen wir auch nicht mehr, den auch nicht. Das können wir erstmal getrost alles wegräumen. Wow. Ich bin äußerst positiv überrascht. Geile Sache. Das System hat nur ein Problem bei zu großen Mengen, wenn die Kiste voll läuft. Ja, gut. Hoffen wir einfach, dass das nicht passiert. Vielleicht muss ich die anderen Dinger sonst noch beschleunigen oder sowas. Keine Ahnung. Aber das ist ja jetzt schon mal ultra nice. So, wenn ich jetzt mal gucke, was wir für die 1K-Festplatten ja, machen müssen, dann ist ja relativ Pillepalle. Die 1-Kristalle habe ich schon automatisiert. Können wir uns das hier mal angucken und können dann auch direkt die ersten Festplatten automatisieren. So, und da ist es doch jetzt. Die muss ich doch einfach nur hier reinballern, ne? Weil das ja nur ein Crafting ist. Und der Molekularassembler, der macht ja nichts anderes als Sachen zusammen craften. Ist halt ein bisschen wenig, ne? Mit einem Crafter nur. Aber das ist halt der Anfang. Können wir direkt die 2K-Storages auch machen? Wie heißen die denn, diese Dinger? So, der 1K, dann der 4K. Guck mal, kann ich auch direkt speichern. Und der 64. Nein, da fehlt doch der 16er noch zwischen. Wo ist denn der? Da. 16er. Oh, wir haben keine Pattern mehr. Das ist schlecht. Gib mir mal fix Pattern neue. Damit haben wir den 16-Kerner. 4, 16 und dann hätte ich gerne noch den 64er. Mal gucken, ob wir den noch hinkriegen. Oh ja, und probiert, alles vorbereitet. Nice Geschichte. So, dafür brauchen wir nämlich schon die hohen. So, und es gibt jetzt hier auch diese Extra-Cells da unten. Das heißt, wir können auch... Das hatte ich richtig nice, ist aber im Moment, glaube ich, auch ein bisschen hart übertrieben. Können wir aber auch diese hier bauen, ne? Aus 64ern. Ja gut, so viel habe ich dann doch noch nicht. Aber wir können es halt jetzt mal testen. Wir ballern jetzt hier einfach die Dinger rein. Und sagen mal, Kollege, ich hätte gerne... Das ist ja noch gar nicht die fertige Festplatte, ich Idiot. Das ist ja noch erstmal nur die Kerne. So, die 64K Storage Cell. Ach ja, die hat ja ein eigenes Rezept. Lohnt es sich das? Nein, wir brauchen erstmal nur vier. Warte, wir machen jetzt mal hier von 3 Stück, damit wir die nächste Stufe craften können. Gucken, ob alles da ist, wie es aussieht. Jetzt geht's gleich los, Leute. Hier ist alles da, was wir brauchen. Glas, Gold, Redstone ohne Ende, Glowstone, Quarz. Quarz-Glas hat er auch schon irgendwie automatisiert. Coole Sache. Ja, dann starten wir das mal. So.
jetzt geht das los. Kann man hier zugucken? Oh ja. Man sieht halt hier, wie gecraftet wird. Er baut halt jetzt gerade die 1K-CPUs. Schade, das müsste ich irgendwie schöner sehen können. Ist das hier an dem System? Kann man das hier geiler sehen? Ja. Ihr seht halt gerade, was gecraftet wird. Man sieht auch hier hinten die Inscriber-Pressen. Die arbeiten alle perfekt. Ja, der macht das. Der macht hier neue. Ach, ist das schön. Ach, das, also, da geht mir ja richtig einer ab, Alter. Das ist ja... Wow. Es ist schön zuzugucken. So, er craftet hier noch die letzten. Kann man hier noch sehen, wie viel Mats er da noch verarbeiten muss? Und das geht ja noch, er ist ja nicht so schnell. Ja, wir müssen jetzt nur noch gucken wegen diesen Kristallen und dem der Enrichment Chamber und so, dass wir das noch automatisieren. Das schaffe ich aber jetzt nicht mehr im Stream. Ich habe gleich um 8 Uhr TTT-Aufnahme mit Alucard und deswegen können wir jetzt das nur hier uns noch einmal schnell schön zu Ende angucken und dann muss ich auch leider den Stream ausmachen. Ich will gerade mal gucken. Achso, da wird noch was gecraftet hier. Von den Kristallen brauchst du halt doch noch eine ganze Menge und das wird auch noch ein bisschen dauern. Schade. Okay, also man sieht, das ist ausbaufähig. Ja, er muss also noch 64 craften, er muss noch jede Menge davon craften. Die Zeit haben wir leider nicht zu warten. Aber warte doch, da oben steht noch 1 Minute 40. Nee, gar nicht wahr, er schätzt nur, oder? Der Ofen ist halt langsam. Ach nee, so lange braucht er schon. Oder? Es ist die Restzeit, ich bin nicht sicher. Ja, die Kristalle sind das Problem. Die brauchen halt am längsten. Wir könnten von Nuclear Craft diese Speed Upgrades nochmal craften. Können wir mal 5 reinballern. Dann wird da nochmal einen Tacken schneller. So, jetzt haben wir das 10 drin. Braucht auch deutlich mehr Energie, aber weiß noch nicht, wie oft ich die stacken kann. Kann ich da einen ganzen Stack reinhauen? Finde ich schon geil. Wir ballern mal da rein, was reingeht. 20. Mal gespannt, ob das wirklich geht. Ja, das ist doch schon eine Geschwindigkeit. Die lässt sich doch eher sehen. Schön. Soweit ich weiß, ist nur der Energieverbrauch extrem hoch. Deswegen muss ich noch Energie-Upgrades reinmachen, aber die kann ich mir gerade noch nicht leisten. Dafür fehlen mir die Sachen noch. Aber auch so ist das schon mal nice, würde ich sagen. Wenn wir heute noch das Ding fertig sehen wollen. So, noch 4 Minuten rein. Jetzt geht er jetzt ruckzuck da durch. Und der Crafter hat immer in dem Moment, in dem er kann, hier in dem Fenster dann auch die nächste CPU, wie man sehen kann. Schmeißt das da rein, craftet es hoch. Coole Sache. Was ich noch nicht ganz verstehe, warum brauche ich diese Crafting Units? Wofür sind die da? Also was machen die im Verhältnis zu den Dingern, die auch wirklich craften? Brauche ich pro Interface eine Crafting Unit oder so? Keine Ahnung. Kann mir jetzt vielleicht mal in Ruhe erzählen oder erklären. So. Ist fertig. Wir haben jetzt hier die drei 64K Storage Upgrades und könnten jetzt theoretisch mal noch sagen, wir hätten gerne aus den 64K, könnten wir doch auch direkt die nächste Stufe machen, die 256K. So, jetzt geht ab. Das ist der Server, der den Auftrag verwaltet. Ja, ja, klar, aber muss ich ja nicht haben, oder? Das Ding ist geil. Das ist schon ordentlich. 256K-Dinger. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch immer noch nicht die Spitze des Eisbergs und wahrscheinlich brauche ich davon auch erstmal wieder 3. Und was fehlt mir dafür? Silikon und die anderen Sachen. Und dann werden wir das auch jetzt gleich hier ad acta legen. Und jetzt Silikon haben wir nämlich... Oh, warte, haben wir doch... Nee, Silver. Wie kriegen wir denn Silikon? Das hat mir noch keiner erklärt. Silikon, mein Freund, wo kommst du her? Den Mechanism Crusher mit Sand befüllen. Gut, okay, den müssen wir sowieso beim nächsten Mal fertig machen. Ich denke, jetzt war es das aber erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und ich muss jetzt leider los. Das mit dem Lied müssen wir leider aufs nächste Mal verschieben. Das tut mir ein bisschen leid. Ich wollte das gerne, aber das schaffe ich jetzt leider zeitlich nicht mehr. Wir sehen uns trotzdem dann die Tage zu einem nächsten Stream.
Ich komme noch gleich zu spät zu Dan und der mag das überhaupt nicht und da gibt es nur Ärger. Genau, das war nur Sand, den ich sagen will. Geht auch. Wir sehen uns. Macht's gut. Danke fürs Dabeisein, für den Support und für eure technische Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Ciao.